Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Snitchbox von Twizy. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Snitch von Twizy, das Ganze erscheint morgen am 29.03. Ich habe das Glück, euch das Ganze heute schon vorstellen zu dürfen. Wir machen mal die Folie ab und schauen uns das Ganze dann mal genauer an. So, hier an der Schweißnaht lässt sich das ganz gut aufreißen. So, und dann haben wir hier einen recht großen quadratischen Karton vor uns. Was mich gleich mal positiv überrascht, ist dann doch die farbliche Ausgestaltung, denn im Internet, wenn man sich die Box so angesehen hat auf Amazon und diversen anderen Händlern, dort hat das Ganze dann irgendwie so rosa und dunkelblau ausgesehen. Allerdings ist das Ganze dann doch eher ein Rotton geworden schlussendlich. Das freut mich sehr. Wir haben hier oben einen dunkelblauen Deckel. Hier lesen wir Attitude Movement präsentiert Twizy Snitch Limited Edition Box und darunter Proud to be a Snitch. Ja, vielleicht mal ganz kurz noch was zum Albumtitel. Snitch, das ist ja sehr inflationär verwendet zurzeit, also es wird von sehr vielen Leuten verwendet und ich habe irgendwie das Gefühl, die wenigsten wissen, was das genau bedeutet. Also Snitch kann man am besten vergleichen oder was heißt vergleichen, übersetzen mit Verräter bzw. Petze und das geht natürlich im Privaten, das heißt jemand, der vielleicht irgendjemanden beim Lehrer anschwärzt oder jemanden privat verrät, bei Freunden, bei Familie, wo auch immer. Das ist eine Snitch, aber das Ganze geht auch bis hin zu Polizei oder rechtlich relevanten Themen. Also wie zum Beispiel damals bei K1 und Bushido wurde er auch als Snitch bezeichnet. Also im weitesten Sinne ein Verräter, eine Petze. Also recht negatives Wort. Dann haben wir hier unten den restlichen Teil der Box in Rot mit einer weißen Steinschleuder. Hier lesen wir Twizy. Nochmals die Steinschleuder, die ja das Logo von Twizy ist und hier auch nochmal der Schriftzug. Und auf der Unterseite haben wir dann den Boxinhalt. Hier lesen wir Snitch Limited Edition Box Proud to be a Snitch. Snitch Album CD, Snitch Album Instrumental CD, Twizy Regelt EP, Snitch with Attitude Sticker Set, Snitch Stift plus Snitch Block, Original La Classe Snitch Snapback Cap. Okay, also ich glaube, ich habe jetzt oft genug Snitch gesagt. Dann haben wir hier noch die Credits und darunter einen Barcode. Gut, kleine Info noch am Rande. Eine Box werde ich euch vorstellen und vielleicht habt ihr es im Videotitel schon gelesen. Eine zweite Box werde ich wieder verlosen. Die Infos dazu wie immer am Ende des Videos. Gut, dann schauen wir mal hinein. Von innen der Boxdeckel in Schwarz. Und dann haben wir hier einmal die La Classe Cap. Okay, dann haben wir so einen Trennboden, sehr schön. Das heißt, hier in Weiß ist hier so eine Zwischenebene eingebaut worden und das ist auf jeden Fall mal gut gemacht, denn dann kann der Inhalt da nicht so herumfliegen, herumklappern und wird eventuell noch beschädigt. Also hier unten alles kompakt verstaut, sehr schön. Wir haben hier einmal die EP, dann haben wir die Instrumentals zum Album, das Album an sich. Dann drei Sticker und ein Schreibblock sowie der zugehörige Stift, ein Bleistift. So, von innen die Box schwarz, sieht schön aus. Dann machen wir diesen Zwischenboden mal wieder rein, ebenso wie den Boxdeckel. Also ihr seht, die Box ist echt recht groß, so eine klassische Cap-Box. Da kann man gut was drin aufbewahren. Und nachdem jetzt alles schon aus der Folie ist, bis auf das Album, werden wir dieses noch aus der Folie schneiden. So, dann schauen wir mal. Es ist das erste Release über Attitude Movement von Twizy. Hier oben lesen wir natürlich wieder das Label, darunter
Tweezy und den Albumtitel. Und eben dieser ist auch hier abgebildet. Wie gesagt, die Steinschleuder ist meistens mit am Start. Das Ganze kommt in einem Super Jewel Case hier auf der Seite in Pink gehalten. Hier lesen wir auch wieder Interpret plus Albumtitel. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. 15 Tracks an der Zahl. Und wir haben hier 4 Features. Und zwar haben wir Features von Punch Arrogance, Neo Unleashed, Jay Chigi und IDC. Beziehungsweise DJ IDC oder EDC. Ich muss ehrlich sagen, diesen Herren kenne ich nicht. Die anderen drei natürlich ein Begriff. Dann haben wir unten auch wieder Credits und einen Barcode. Von diesen Tracks wurden ja schon diverse ausgekoppelt als Singles, wie zum Beispiel La La La. Also ich muss ehrlich sagen, La 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 und auch, wo haben wir es? Hier, Delfin, absoluter Ohrwurm, also La 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 und Delfin, die Todesohrwürmer von der Hook her. Aber auch privatere Tracks oder tiefere Tracks, wie zum Beispiel Cleopatra, der seiner Mutter gewidmet ist. Also der Track geht echt unter die Haut. Okay. Dann schauen wir uns mal das Booklet an. Wir haben hier die Tracks nochmal einzeln aufgelistet mit den Infos, wer das Ganze produziert hat bzw. wer beteiligt war. Hier dann Tweezy abgebildet. Dann hier im Hochformat Attitude Movement präsentiert Tweezy Snitch. Eben dieser hier in einem Sessel, in einem Stuhl sitzend. Danksagung. Jawohl. Und dann zum Abschluss noch die Credits. Sehr schön. Ja, recht kompaktes Booklet, aber die wichtigsten Infos sind enthalten. Dann haben wir hier die CD in einem kräftigen Blau. So sieht das aus. Rückseite hier pink und auch hier wieder der Interpret mit Steinschleuder abgebildet. Dann haben wir zum Album entsprechend die Instrumentals, die kommen in einem Digisleeve, genauso wie die EP, also beides in so einer Papphülle. Ja, ich bin jetzt nicht der größte Fan von diesen Papphüllen, wobei ich positiv hervorheben muss, dass Instrumentals dabei sind, weil wenn wir uns erinnern, die letzten Boxen, die jetzt so 2018 erschienen sind, nachdem diese Kopplung an die Charts irgendwie weggefallen ist, verzichten ja mittlerweile viele auf Instrumentals, deswegen schön, dass sie dabei sind. Wir haben hier natürlich 15 Instrumentals, also auf dem Album keine Skits oder Lückenfüller, 15 Tracks ergeben 15 Instrumentals. Hier sind die Infos nochmal, wer produziert hat. So sieht die CD aus. Wie gesagt, Papphülle. Und eine zweite haben wir dann auch noch mit der Tweezy Regelt EP. Also, hier haben wir dann nochmal 5 Tracks mit drauf. Besonderheit dabei, 2 Tracks sind auch mit Punch Arroganz. Also hier Track Nummer 3 ist nur Punch Arroganz, ein Solo-Track. Und Track Nummer 2, 100 Bars Snooze Button, ist hier ein Collabo-Track. Also diese 5 gibt es mal oben drauf. So sieht die CD aus. Dann haben wir Sticker, 3 Stück an der Zahl. Einmal den hier quadratisch, Proud to be a Snitch with Attitude. Attitude Movement, Steinschleuder, wie immer am Start. Dann diesen Sticker hier mit Attitude Movement Schriftzug. Der gefällt mir gut. Und dann haben wir diesen Tweezy Sticker im Querformat in Rot und Weiß, beziehungsweise Pink und Weiß. Okay, also 3 Sticker. Mit dabei ein Schreibblock, ein sogenannter Snitch-Block. Bedeutet, auf diesem Block hier, was haben wir hier? Du hast meinen Snitch-Block gefunden. Sehr schön. Schick ihn bitte umgehend an mich zurück und unterstehe dich, den Block nur ansatzweise zu lesen und irgendwem davon zu erzählen. Es ist wirklich nur zu deinem Besten, denn ich liebe den Verrat, aber ich hasse Verräter. TY, also das dürfte die Schrift, die Autogramm, also das Autogramm von Tweezy sein. Scheint hier, ist schwer zu sagen, aber es scheint hier echt unterschrieben worden zu sein. Dieser Snitch-Block gehört, jawohl, da kann man sich dann eintragen. Und dann haben wir hier diverse Seiten blank. Also hier kann man dann reinschreiben, was für Beobachtungen man gemacht hat, wen man hier verpfeifen möchte, wen man hier snitchen möchte. Und damit das gelingt, hat man dann diesen Stift hier. Also wir haben hier so einen
Bleistift in hellgrau mit pinkem Aufdruck. Auf der Hinterseite ein Radiergummi und natürlich hier vorne die Mine, die Bleistiftmine. Da kann man dann schön Sachen eintragen. Gut, und dann kommen wir zum letzten Boxinhalt neben dem Album, das Highlight der Box. Und zwar haben wir hier eine Snapback Cap. Hier vorne lesen wir wieder Snitch with Attitude. Das Ganze ist blau mit einem roten Schirm. Hier lesen wir dann noch Twizy, La Classe und oben die roten Details. Von innen sieht das Ganze so aus, in rot und weiß gehalten, La Classe Attitude Movement. Und dann haben wir hier noch Merch Tags GmbH und das Ganze ist 100% Wolle beim Hauptmaterial und 100% Polyester Oberseite plus 100% Polyester Futter, hergestellt in China. Grüße gehen raus. Ja, La Classe Cap gab es schon die ein oder andere in einer Rapbox. Gefällt mir immer sehr gut, wenn man die hier drin hat, denn es ist doch was anderes als solche 0815 Caps. Die sind doch dann deutlich hochwertiger verarbeitet und stabil. Und auch hier dieses doppelte, dieses extra nochmal vernähte Innenband hier, falls man dann schwitzen sollte, sehr schön gemacht. Also, so sieht das aus. Wenn ihr damit rumlaufen wollt, dann ist diese Box die richtige für euch. Ist natürlich die Frage, also ob man jetzt unbedingt mit einem Snitch with Attitude Cap rumlaufen möchte. Aber rein von der Gestaltung hier in Rot und Blau gefällt mir das echt gut. Ja, zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Und zwar haben wir hier einmal die drei Sticker, dann der Bleistift samt dem Block, die Twizy Regelt EP mit 5 Tracks, die Instrumentals zum Album, die eben gezeigte La Classe Cap sowie natürlich das Album an sich, Snitch, mit insgesamt 15 Tracks im Super Jewel Case. Ja, das alles in dieser wunderbaren Box. Und wie am Anfang des Videos versprochen, kommen wir noch kurz zum Gewinnspiel. Was erwarte ich von euch? Was müsst ihr für das Gewinnspiel tun? Einfach nur dieses Video kommentieren mit den drei Hashtags Twizy, Snitch und Attitude Movement. Also Interpret, Albumtitel und das entsprechende Label. Alle diese drei Hashtags bitte als Kommentar unter diesem Video lassen. Ihr könnt natürlich noch dazu etwas schreiben, wie euch die Box gefällt oder was auch immer. Aber wichtig sind mir diese drei Hashtags. Und das Ganze werde ich dann in genau 8 Tagen machen. Und zwar am 5. müsste das sein, der 5. April. Da wird das Ganze dann ausgewertet. Und der Gewinner wird dann natürlich von mir in einem Video bekannt gegeben. Und die Box wird euch dann direkt von Attitude Movement zugeschickt. Die habe ich nicht bei mir. Die liegt aktuell bei Attitude Movement. Und ja, vielen Dank an Micha von Attitude Movement, der dieses Gewinnspiel ermöglicht. Ja, das war's für heute. Wie gesagt, Twizy, Snitch. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Twizy unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.